Hallihallo, ihr lieben Leute von heute. Es ist soweit, es ist zweite Liga Topspielprognosenzeit. Und mit mir ist natürlich wieder der liebe Schnabbi am Start. Hallihallo. Ja, schönen guten Abend allerseits. Wir sind am Millantor. St. Pauli empfängt den Tabellenführer SV Darmstadt 98. Bei Darmstadt läuft es momentan, bei St. Pauli, boah, so lala, sage ich mal, ne? Hätten sich auch sicherlich was anderes momentan gewünscht, ne? Derby-Sieg halt zwar noch immer so ein bisschen nach, und man weiß ja, Millantor, das kann gerne mal Kräfte bündeln und Kräfte wecken. Von daher ist da auch gerne alles möglich. Mal schauen, mal schauen. So, wir werden, ich denke, in Weiß spielen, genau. Ja, und ich würde erstmal so bleiben. Genau, das sieht eigentlich recht vernünftig aus. Ja, Regen haben wir wieder. Und eine Dame wird das Spiel anpfeifen. Die Friedra Pranzlhain. Ja, schauen wir mal. Wir sind sehr gespannt. Schnabbi darf die lieben St. Paulianer spielen. Meine einer spielt Darmstadt. Rein jetzt erdkundetechnisch, wenn man das jetzt so geografisch, passt das ganz gut, weil ich habe es nicht weit nach Darmstadt und theoretisch hat es auch der Schnabbi eigentlich gar nicht mal so weit nach St. Pauli, wenn man so will. Nö. Und von daher passt das ganz gut. Katzensprung. Ja, genauso wie Darmstadt bei mir eigentlich. Vielleicht so dreiviertel Stunde, Stunde so rum. Ja. Oh. Beigespielt. Ja, gut. Kein das ist, Foul. Das ist finde ich gut, dass die Schiris das nicht Paulianer machen. Ja, die wissen natürlich, in St. Pauli, da wird gern. Oh. Da herrscht ein bisschen der. Oh, der war nicht schlecht, die Reingabe. Da ist der Fußball ein bisschen rauer und deswegen lassen die. Sind die Schiris da angehalten, da ein bisschen mehr laufen zu lassen. Eggestein. Oh. Und das war die erste gehalten. Sehr gute Chance. Und wieder St. Pauli, man sieht, die wollen das Momentum der Anfangsphase für sich nutzen. Was war da? Oh, okay. Foul, okay. Habe ich jetzt nicht gesehen. Oh, oh, oh. Die sehen ja manchmal mal komisch aus, diese Zweikämpfe. Da hat oh, keiner Bock, irgendwie dran zu gehen, okay? Kommt durch, oh, abseits, abseits. Er geht auch nicht ran. Oh, da war ein Foul noch. Da war ein Foul, ja. Oder, hä? Gibt aber nichts. Verstehe ich. Nee. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Ich glaube, der Schnabbi versteht es nicht. Das ist irgendwie eine komische Situation. Der bleibt weg vom Ball, dass es kein Abseits ist und kriegt dann trotzdem den Freistoß. Oh, 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 oh. Oh, ah. Da kommt noch jemand dazwischen. Der Pfeffer oder Pfeiffer. Pfeffer kommt dazwischen. oder Schuhen. Man weiß oder Holland. Es. Sucht er aus. Oh. Ah. Gut gespielt. Ah, da kommt er nicht schön durch. Geblockt. Haben sie gut geblockt, ja. Stehen aber auch alle komisch. Da kann er mal gehen, da kann er mal gehen. Aber rechtzeitig noch geblockt. Und das ist zu unspektakulär, zu harmlos.
für den Hamburger Schlussmann. Oh. Vasili. Oh, der war gut. Ah, oh, aber schlecht. Nichts draus machen können. Sieht's. Eieiei. Oh, oh, nein, oh. Das gibt's doch nicht. Ja, vielleicht mal so. Aber. Oh, der kommt gut. Oh. Eieiei. Mach doch da was draus. Wow! Was war das jetzt? Hätte man pfeifen können, meines Erachtens. Ja, das sah gut nach Klingenspringen aus. Da. Ah. Oh, ja, gut. Das war für die Fans. Oh, schlecht. Das ist schlecht. Manu. Oh, okay. Ah, oh, komm. Nein. Jetzt müssen sie mal Meter zurück machen. Boah. Ah! So, der war schön. Oh, kann er darüber stecken? Nein, aber. Oh, vielleicht, jetzt probiert er es einfach mal. Aber da war keiner dran. Ach komm. Was ist denn hier los mit Pauli? Mensch, es Kinder, nee. Nix. Ist eher theatralisch gefallen. Oh, Ecke. Eieiei. Der ist gut. Ich lauf dich doch auch mal frei da. Da siehst du schön rein. Da, oh, Ecke Stein. Und da ist. Oh! Das wollte ich gerade sagen. Und da geht er am Pfosten, das ist doch nicht wahr. Hallo? Auch was machen schön. Die? Der sollte doch flanken. Oh, jetzt ist aber... Alter, das gibt es nicht. Ich wollte schon jubeln. Das ist doch nicht wahr. Hey, zwei Stück. Aber die Flanke war schlecht. Ah, schade. Oh. Oh. Gibt's da nicht, komm, pfeif. Ach. Ja. Okay, Halbzeit vorbei, 0-0. Eieieiei. Ja, war ein bisher Spiel. Ein heißes Spiel. Ne? St. Pauli lässt sich hier gerne... Hat hier ganz guten Fußball ein, hatte schon jetzt gerade noch am Schluss eine sehr
heiße, hundertprozentige Chance. Aber sollte nicht sein. Ballbesitz ist ausgeglichen, man sieht's, ja. Zweikämpfe sind gut dabei und ja, kann natürlich auf jeden Fall noch mehr kommen. Wir werden sehen. Da ist noch Luft nach oben bei beiden Mannschaften. Viele Abspielfehler auch hier und da, aber gut. So. Weiter geht's. Unverändert. Auch Malou, die Darmstädter Versicherung, hat hier momentan auch noch Probleme. Haben sie aber auch gut im Griff. Den Malou, die St. Paulianer. So. Ach. Das war doof. Stehen alle scheiße, Alter. Ihr müsst euch mal freilaufen, hier ein bisschen mitmachen. Ah, da. Ei, ei, ei. Jetzt vielleicht. Jetzt Viele Abspielfehler auf beiden Seiten. Ja. Ach, Gottes Willen. Schön geblockt. Ecke. Ei. Ah, kein Problem. Mensch, was machen die denn? Oh, einfach mal überlaufen. Sehr gut. Da ist es! Oh. Scheiße. Und da kommt Darmstadt mit Tietz und macht es dann. Da lassen sie sich dann nicht mehr bitten, wenn sich der Platz bietet. Gut gemacht. Und dann visiert er die Ecke an und ja, 1-0 für Darmstadt. Och, komm! Okay. Abseits. Wenn es kein Abseits gewesen wäre, wäre ich durch. Ärgerlich. Ah! Oh! Oh! Was ist denn? Oh. Solche Abspielfehler, Mann. Eine Million. Ja. Was ist. Ey, was ist das? Warum spielt er denn nicht zu den anderen? Einfach mal rauf jetzt. Kämpfen und siegen. Gott, das wird schon wieder anstrengend hier. Ich merke das. Oh. Ach komm. Holla, die Waldfee. Und das geht dann doch noch Ecke. Genau. Ja. Gibt es nicht. Fallen aber auch extrem. Ne? Also
wie das aussieht vor allen Dingen. Also Wahnsinn. Ja, es hat schon ein bisschen was von Wrestling. Oh, und da. Oh, was ist denn das? Ei. Wieso schießt er denn nicht, wenn ich da fünfmal drauf drücke? Junge, ey. Oh. Okay. Ja, da ist es. Ei. Und wieder Cheats, ne? Ja. Der ist dann da, ne? Der steht dann da, wo er zu stehen hat. Ja, und St. Pauli, ne? Tja, das müssen sie sich jetzt gefallen lassen, das Five-Konzert. Da war wesentlich mehr drin. Auf jeden Fall. War doch sehr ausgeglichen bis zu dem gewissen Zeitpunkt. So, wo sind die Leute? Warum läuft hier keiner mit? Jetzt vielleicht. Kommen Sie noch Anschluss auf. Das gibt es doch nicht, ey. Leute. Hätte doch noch mal spannend werden können. Ja, lächerlich. Mann, ey. Wenn da noch mal ein Tor gefallen wäre, wäre es noch mal spannend geworden. Ja. Aber so. Paul. Oh, der sieht ja auch kriminell aus. Der. Ja gut, der arbeitet noch was anderes auf St. Pauli. Das hat man direkt gesehen. Oh, aber jetzt. Ja. Anschluss. Abseits. Was? Ach komm. Never. No. Wo denn? Nee. Das war kein Abseits. Jetzt, guck mal, die zeigen das nicht mal. Das war kein Abseits. Ich würde sagen, der Videokeller in Köln hat. Oh, aber das jetzt. Hier. Irwin. Ich dachte mal, der wäre. Der, wo immer quasi. Ja. Ja, das ist doch der Australier. Der australische Nationalspieler. Der auch gern mal zum Stadion gelaufen kommt oder mit dem Fahrrad. Ah, jetzt kocht die Bude noch mal. Ei. Oh Gott. Das war natürlich dann. Oh, faul. Ja. Oi. Gib die Captain gleich hin und hört mal, was Sache ist. Oh, Manu. Und da ist es. Da ist es. Ausgleich. Wer hätte das gedacht? Nach den anfänglichen. Jetzt kocht der Tempel. Ei, und jetzt. Ah ja. Oh! Oh! Ah. Oh, was macht der? Oh. Ja, da hat er sich zu viel gefreut, ne? Ja. Da war er sich. Das hätte sein müssen. Ja. Eieiei. Die versuchen alles jetzt. Ja, aber jetzt! Oh! Das ist doch, gibt's doch nicht. Oh. Ja.
Ja. Und Darmstadt, krass, reagiert jetzt einfach nur. Oh, und jetzt vielleicht da. Und da ist es. Sie drehen das Spiel noch. Sie drehen das Spiel noch. Wahnsinn. Ja, Wollo. EG Stein. Der Druck war zu hoch. Zum Schluss. Ja. Der Tempel bebt. Ja. Tempel feiert. Wahnsinn. Absolut. Oh mein Gott. Das Millern-Tor. Es kocht. Wer hätte das gedacht? Ja, Abpfiff. Und da ist es 3-2. St. Pauli kann mal wieder zeigen, dass sie daheim immer imstande sind, einen Tabellenführer zu schlagen. Ja, das Millern-Tor setzt Kräfte frei. Das haben sie schon gegen den HSV bewiesen. Und jetzt auch gegen Darmstadt. Krass. Nach dieser, ja, wenn man sich jetzt im Prinzip mal die zweite Halbzeit so anguckt, da hätte man definitiv nicht gedacht, nachdem der 73. das 2-0 gefallen ist von Darmstadt, hätte man gedacht, okay, da ist der Deckel jetzt drauf. Aber nein, sie kamen nochmal fulminant zurück. Und ja, krasse Action. Ja, Schnappi. Ja, ich bin ein bisschen überrascht, dass wir das jetzt innerhalb von 10 Minuten da noch drehen konnten. Zum Schluss, man hat gemerkt, sie wollten unbedingt. Ja, das Abseitstor, da haben sie schon sich schon übelst aufgeregt und haben gesagt, ach komm, ja, geschissen, wir kämpfen weiter. Ja. Und dann ging es nachher Schlag auf Schlag. Ja, definitiv. Und zum Schluss ist das Stadion ja komplett explodiert. Wahnsinn. Ja. Also hätte ich jetzt persönlich jetzt nicht mitgerechnet. Unentschieden wäre auch gerecht gewesen, muss man sagen. Aber der Druck war anscheinend nachher zu hoch. Da gab es nachher zu viele Fehler. Ja, krass, wie manche Situationen da. Und dann ist immer noch mal das Tor. Ja. Da war noch alles in Ordnung in der Darmstadter Fußballwelt. Ja, aber so ist es. Das ist Fußball, ne? Und dafür lieben wir ihn. Ja, ja. Wenn es genauso geiles sieht. Spiel. Ja, absolut. Geiles Spiel. Wenn es genauso sieht, ne, wisst ihr Bescheid. Schreibt was in die Kommentare. Lasst Feedback da. Freut uns immer wieder. Grüß dich, Tim, übrigens, der immer wieder am Start ist. Sehr, sehr geil, mein Lieber. Ja, ja, wir sehen uns beim nächsten Topspiel. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye. Schönen Abend noch. Tschüss.